damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Abenteuer hier als Schwarzmagier in der Welt von Final Fantasy XIV. Lalai hat die nächste Quest für uns, die Level 52er Quest gegen die Kräfte der Zerstörung. Lalai möchte, dass du eine Sache für sie nachgehst. Ach, das ist ein Sie. Okay, das wusste ich auch nicht. Wie schön, dich zu sehen, Schwarzmagierin Tara. Du musst mir unbedingt behilflich sein. Ich kann dir sagen, meine Suche nach dem Buch von Tal treibt mittlerweile wirklich seltsame Blüten. Neben den offensichtlichen Quellen habe ich mich nun auch schon an deutlich zwielichtere Gestalten gewendet. Ich rede von Bibliophilen und Sammlern rarer Schriften, die darüber Bescheid wissen, wenn besondere Werke auf den Schwarzmarkt zirkulieren, besonders schwarzmagische Schwarzmarkt. Aber dennoch bisher leider Fehlanzeige. Wobei das im Zweifelsfall wohl einfach nur bedeutet, dass der momentane Besitzer des Buches selbst daran festhält. Seit er das Siegel jener Truhe gebrochen hat, in der das Grimoire weggeschlossen war, versucht er wahrscheinlich selbstbeharrlich, sich mit deren darin enthaltenen Magie vertraut zu machen. Wie auch immer er mit schwarzer Magie in Berührung gekommen ist, wir können jedenfalls davon ausgehen, dass er alles daran setzt, dem Buch seine Geheimnisse zu entlocken. Die Frage ist dann nur noch, wo und wie er sein neu gefundenes Wissen einsetzen will. Wen gibt es eigentlich außer uns, der über schwarzmagisches Wissen verfügt? Im Grunde doch nur jene drei Taumaturgen, die am Ende zusammen mit dir bei Großmeister Kurukurax letzten Aufbäumen anwesend waren. Vielleicht wissen sie ja, wer sich hinter alledem verbirgt. Durchaus möglich, dass der Täter in irgendeiner Form mit ihnen Kontakt aufgenommen hat. Ich schlage vor, du machst dich zum Rotfall auf und fragst einmal bei Kasaksha nach, ob er in letzter Zeit nicht irgendwelche verdächtigen Besucher hatte. Also, auf zum Rotfall. So, da steht er ja schon. Donna, meine Liebe! Welche Freude ich empfinde, dich wiederzusehen. Was führt dich zu mir? interessant. Ja. Ich wusste nicht einmal von der Existenz solcher Bücher. Und ich hatte in der Tat Besuch von einer zwielichtigen Gestalt. Wobei Besuch wohl das falsche Wort ist. Da stand plötzlich dieser in einer Robe gewandte Mann vor mir und fordert mich völlig unvermittelt dazu auf. Ich solle mich ihnen anschließen, und dann würden wir gemeinsam die schwarze Magie zu neuen Höhen führen. Als ich sein zweifelhaftes Angebot ganz selbstverständlich ablehnte, hat er mich sofort mit einer Salve von Zaubern bombardiert. So unglaublich es auch sein mag, aber ich könnte schwören, es war schwarze Magie, die er dabei angewendet hat. Ich habe mich freilich gewehrt, woraufhin er schnell den taktischen Rückzug angetreten hat. Das ist noch nicht lange her. Weit kann er bei seiner Flucht also eigentlich noch nicht gekommen sein. Solltest du ihn verfolgen wollen, kann ich dir nur zur Vorsicht mahnen. Auch wenn er mich alleine aufgesucht hat, konnte ich deutlich die Präsenz von anderen spüren. Okay, das ist nicht gut. Das klingt ja fast so, als würde da vorne gleich ein Hinterhalt auf uns warten. Aber wir schauen erstmal. Aber war dieses also ich hätte jetzt als Weißmagier identifiziert, wenn man mich fragen sollte. Aber naja, da vorne ist auf alle Fälle jemand mit einer Robe. Ja, eine seltsame Robe. Und einen. Naja, also ich hätte ihn jetzt als Druide mit dem Stab. Aber ja, okay. Wer bist du? Diese Magie, die dich umgibt. Du bist ein Schwarzmagier. Endlich. Du wirst mich zu ihm führen. Na los. Spuck's aus. Sag mir, wo er ist. Aber du bist doch selbst ein Schwarzmagier. Ich? Ein Schwarzmagier? Keine Ahnung, von wann du da redest. Aber dann hast du mir wohl doch nichts zu tun. Dann hast du wohl doch nichts mit ihm zu tun. Mir scheint, wir sind da beide ein Missverständnis aufgesessen. Ich bin jedenfalls nicht der Schwarzmagier, der diesen Amalja angegriffen hat. Und du gehörst wohl auch nicht zu dem. Andererseits, wie können wir darauf vertrauen, dass wir uns gegenseitig die Wahrheit sagen? Wie wäre es, wenn wir besagten Amalja einschalten? Sozusagen als Mittelsmann. Ich habe da sowieso ein paar Fragen an ihn, die ich gern beantwortet hätte.
Okay, also wieder den ganzen Weg zurück. Mann, ich fühle mich hier heute wieder wie ein Laufbursche bei den Quests, aber okay. Dafür müssen wir nicht 15 Wölfe töten. Auch etwas. So. Kazak, ich soll wieder mit dir sprechen. Wo bist du? Ah, da bist du ja. So, Kazak. Kennst du den Knirsch hier? Also, wo ist er denn? Egal. Wenn du erlaubst, möchte ich mit deiner Hilfe ein Missverständnis aufklären. Eigentlich erübrigt sich die Frage, da diese unsere erste Begegnung ist, aber dennoch frage ich dich hiermit. Bin ich derjenige, der dich angegriffen hat? Nein, das bist du nicht. Das kann ich mit Gewissheit sagen. Nun, damit sollte eigentlich alle Unklarheiten beseitigt sein. Aber vielleicht ist unser weiterer Austausch von Informationen zuträglich, wenn ich mich auch noch namentlich vorstelle. Ich bin Seher Zainella von der Druidengilde in Cridania. Der Rat der Saatseher hat mich auf eine Mission entsandt, einen bestimmten Mann zu finden. Einen Mann, der schwarze Magie, jede verbotene Kunst der Zerstörung einsetzt. Ich bin eine Frau. Mich kann er nicht meinen. Meine Erkundigungen haben mich in diese Gegend geführt und ich habe ja nun mit eigenen Augen gesehen, wie der Amager hier von ihm angegriffen wurde. Es ist zutiefst beklagenswert, dass er mir entkommen ist und sich nun auf der Flucht befindet. Dass du nicht derjenige bist, nach dem ich suche, ist nun zwar bestätigt, aber ich kann nicht so einfach über die Tatsache hinwegsehen, dass du auch jemand bist, der schwarze Magie praktiziert. Ich praktiziere auch weiße Magie, rote Magie, blaue Magie, Gelehrtenmagie und ich kann Primare beschwören. Noch viel mehr schockiert mich allerdings die Existenz dieser beiden Grimoires. Die Bücher von Nald und Tal. Diese Lalai war ihr Name, nicht wahr? Ich denke, ich muss mich auch mit ihr einmal genauer unterhalten. Ich werde ihr einen Besuch abstatten und ich erwarte, dass auch du uns mit deiner Anwesenheit beehrst. Ich bin übrigens auch Druide. Habe ich es erwähnt? Okay. Ein weiterer Schwarzmagier. Allein die Vorstellung, dass jemand mit Hilfe dieser Bücher selbst dich und deine Fähigkeiten übertreffen könnte, der du im Besitz von Shaotos Edelstein bist. Ich werde Dazar und Dozzel Melok aufsuchen und ihnen von der Situation berichten. Und du machst dich wohl besser auf zu Lalai. Ihr habt ihn gehört, auf zu Lalai. Und hier sehen wir es. Weiße Magie trifft auf schwarze Magie, oder andersrum, schwarze Magie trifft weiße Magie. Und wenn jetzt noch irgendwo ein Rotmagier ist, ich meine, ein Blaumagier steht da hinten irgendwo, dann haben wir das volle Magie-Farbenspektrum zusammen. Aber jetzt erstmal Lalai. Tal sei Dank, dass du wieder hier bist, Schwarzmagierin Tara. Kannst du mir vielleicht sagen, was dieser herumgreifende Mann da von mir will? Beschimpft mich unaufhörlich, wie töricht ich doch sei, und will mich belehren, dass Schwarzmagie tabu ist. Ich kann einfach nicht fassen, dass es überhaupt so viel Schwarzmagier gibt, die mit diesen gefährlichen Kräften hantieren. Und euer Meister, Kuru Kuraka, war der Schlimmste von allem. Zu denen fällt mir schon gar nichts mehr ein. Dass er sich diese Forschung verschrieben hat, ist doch überhaupt der Grund dafür, dass wir uns nun überall mit diesen radikalen Magiern herumschlagen müssen. Ja, wo er recht hat. Ich hatte doch erwähnt, dass ich einen Mann hinterher jage, oder? Dieser Mann agiert leider nicht alleine. Er ist Teil einer Gruppe radikaler Magier mit gefährlichem Gedankengut. Sie nennen sich selbst die Abtrünnigen und ihr Ziel ist es, ihre Kraft der Zerstörung immer weiter auszubauen. Oh, nein, was du nicht sagst! Der Mann, den ich finden soll, ist übrigens ihr Anführer. Sein Name ist Wald-Ivi. Wald-Efe? Wald-Efe? Egal, er war früher ein Mitglied der Druidengilde. Oh ja, ich wusste, dass die verdorben sind. Es hat ihm wohl irgendwann nicht mehr gereicht, als Druide nur heilende Kräfte zu nutzen. Er wollte mehr. Er wollte Kräfte besitzen, die es ihm erlaubten, Macht über andere auszuüben. Gelandet ist er schließlich bei den zerstörerischen Kräften der schwarzen Magie. Als die Gilde bemerkte, welch düstere Pfade er damit heimlich betrat, hat sie ihn sofort aus ihren Reihen verbannt
Waldefe musste also gezwungenermaßen der Gilde, was? Musste also gezwungenermaßen der Gilde, die so lange seine Heimat war, den Rücken kehren. Nicht jedoch ohne bei seinem Abschied lauthals zu verkünden, dass er die Welt eines Tages mit jener zerstörerischen Macht das Fürchten lernen würde. Seither sind Jahre ins Land gegangen, doch nun ist es tatsächlich auf den Plan getreten, nun ist er tatsächlich auf den Plan getreten, so. Mit dem alleinigen Ziel, die schwarze Magie in neuer Form wiederzubeleben und der Welt zu zeigen, welche Macht wirklich in ihm steckt. Dann war es also dieser Waldief, der das Buch von Tal gestohlen hat und die darin enthaltenen Zauber für seine niederen Motive einzusetzen gedenkt? Rein zeitlich passt das doch zusammen. Das Verschwinden des Cremors und dass er nun wieder auf der Bildfläche erschienen ist, das ist kein Zufall. Außerdem dürfen wir nicht vergessen, dass sich auch seine Anhänger mit jedem Tag, der vergeht, unter seiner Anleitung mehr und mehr die zerstörerischen Kräfte aneignen. Wir dürfen auf keinen Fall ungezügelt gewähren lassen. Also ihn, ja. Ich hatte bisher angenommen, dass wir es mit einem Einzelgänger zu tun haben. Wenn jedoch ein ganzer Kult dahinter steckt, wie du sagst, dann ist die Sache noch viel ernster, als ich es bisher dachte. Wir müssen so schnell wie möglich handeln. Tara, während du dich deinen Nachforschungen gewidmet hast, habe ich übrigens einen neuen Zauber aus dem Buch von Nalt entschlüsseln können. Ich möchte ihn unbedingt an dich weitergeben. Er wird dir hoffentlich gute Dienste leisten. Was? Ihr wollt das in zerstörerischen Kraft des Feindes also noch mehr Kräfte der Zerstörung entgegensetzen? Mann, oh Mann, oh Mann. Wo soll das denn noch enden? Wer kann denn wissen, welches Ausmaß diese Spirale der Zerstörung annehmen wird? Ich sehe uns dabei einfach nur auf den Tragödie ungeheuren Ausmaßes zusteuern. Oh ja. Unsere Tarei hat die Legitimation als Träger jener zerstörerischen Kraft von Großmeister Kurokurak höchst selbst erhalten. Sie würde niemals zulassen, von ihren Kräften überwältigt oder gar kontrolliert zu werden. Und sie würde im Kampf auch niemals mehr Chaos und Zerstörung hervorrufen als unbedingt nötig. Betonung auf unbedingt nötig. Ich kann nicht glauben, dass ich das höre. Können Schwarzmagier eigentlich immer nur in solchen barbarischen Bahnen denken? Wenn wir uns nicht in dieser Notsituation befinden würden, würde ich euch dafür unverzüglich zur Rechenschaft ziehen. Aber ich muss einräumen, dass eure Verbindung zu diesem Schwarzmagier der wilden Stämme in unserer Situation durchaus ihren Wert haben. Ich bin jedenfalls bereit zu einem gegenseitigen Informationsaustausch, wenn wir damit größere Gefahren abwenden können. Ich lasse aber nicht zu, dass ihr mir bei meinen Untersuchungen irgendwie in die Quere kommt. Okay, wie war das mit dem neuen Zauber? Ich kann es nicht fassen, wie egoistisch das alles klingt, dass dieser Idiot da von sich gibt. Und mit so jemandem müssen wir jetzt auch noch zusammenarbeiten. Wie dem auch sei, wir lassen uns davon nicht abhalten, unsere eigenen Vorbereitungen zu treffen. Ich glaube, jetzt haben beide die gleiche Stimme, aber egal. Das sind ja eigentlich zwei Seiten einer Medaille. Mit dem verbotenen Zauber, den ich dem Buch von Altin nehmen konnte, lassen sich Leylinien erschaffen. Der wird sehr sicherlich von Nutzen sein. Und während du dich deinem Training widmest, werde ich mal sehen, was ich sonst noch herausfinden kann. So, jetzt haben wir Leylinien. Du hast dir neues Wissen aus dem Buch von Nalt angeeignet. Leylinien. So. Ja, die nächste Quest können wir noch nicht machen. Da muss ich noch ein bisschen leveln. Geht noch ein bisschen Zeit in Anspruch, braucht noch ein bisschen Zeit. Deshalb sage ich jetzt Danke an meine Kanalmitglieder. Ganz besonderen Dank natürlich an meine Ehrenmitglieder Julia Neidblum, Neggy Magister und Klingone 23. Vielen Dank euch und wir sehen, hören und spielen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut und ciao, ciao.